Für die Fraktion Die Linke hat nun der Kollege Roland Klaus das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn wir etwas mit hinübernehmen können aus der vergangenen bewegenden Debatte zum 70. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion, dann meines Erachtens dies, immer und überall einzutreten für gesellschaftliche Zustände, in denen Demokratie gestärkt und nicht untergraben wird. Und das hat auch was mit diesem Thema zu tun. Seit Mitte 2009 gibt es die Schuldenbremse im Grundgesetz. Der Begriff ist ja eine geniale Erfindung. Ich vermute mal aus der Abteilung Überschriften der SPD. Das ist ein sehr leistungsfähiges Team. Weil wer kann sich eigentlich so einem Begriff widersetzen und nicht für die Begrenzung oder Bremsung von Schulden sein? Schaut man näher hin, auch was die Wirkung betrifft, ist es in Wahrheit aber eine Bildungsbremse, eine Wirtschaftsförderungsbremse, eine Sicherheitsbremse, eine Bremse für den Osten und eine Demokratiebremse. Und deshalb gibt es gute Gründe, warum die Linke gegen dieses Konstrukt der Schuldenbremse ist. Und dabei bleibt es. Ich will das an ein paar Beispielen belegen. Die Schuldenbremse ist in Wirklichkeit eine Bildungsbremse. In meinem Wahlkreis wird gerade an ein Gymnasium verschenkt, das bisher dem Land gehört, weil das Land nicht in der Lage ist, die anstehenden Sanierungs- und Investitionskosten, obwohl das Land schon etliche Millionen dort reingesteckt hat, weiterhin zu zahlen. In ihrer Not verschenken sie das in der Hoffnung, dass das Gymnasium weiter betrieben wird. Das sind die Realitäten der Wirkung ihrer Schuldenbremse. Wichtiger wäre doch, in diesem Land endlich mal Geld anzufassen und das überkommene Bildungssystem zu reformieren. Die Schuldenbremse ist in Wirklichkeit eine Bremse von Investitionen und Wirtschaftsförderung. Da will ein Mittelständler in meinem Wahlkreis eine größere Investition tätigen und hätte auch die Zusage von entsprechenden Fördermitteln des Bundes. Na, dazu machen Sie doch hier auch Fördermittel. Das ist doch nun wirklich keine Erfindung, die ich hier mache, Herr Kollege. Also nun ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, bitte. Und warum kann er die Investition nicht machen? Weil das Land nicht in der Lage ist, diese Fördermittel zu kofinanzieren. Die Schuldenbremse ist in Wirklichkeit auch eine Bremse für die öffentliche Sicherheit. Da kommen Polizeirevierchefs aller Couleur händeringend zu den Abgeordneten und suchen Unterstützung, weil unserem neuen Landesfinanzminister in seiner Sparwut nichts anderes einfällt, als schon mal öffentlich anzukündigen, jede dritte Polizistin und Polizistenstelle zu streichen. Deshalb ist Ihre Schuldenbremse in Wirklichkeit eine Sicherheitsbremse. Diese Bremse hat auch zur Folge, dass sich die Abstände zwischen den armen und reichen Bundesländern nicht verringern, sondern vergrößern. Das schadet dem Osten, weil vor dem Hintergrund eines verfestigten Niedriglohnsektors im Osten die reicheren Bundesländer, im Süden und im Westen die besseren Fachkräfte mit besseren Lohn- und Gehaltsmöglichkeiten einfach wegkaufen können. So zementieren sie weiter die Ungleichheit und nicht die Angleichung der Lebensverhältnisse. Und die Schuldenbremse ist auch eine Demokratiebremse, weil Länder und noch mehr Kommunen können immer weniger selbst entscheiden. Deshalb gab es gute Gründe, dass das vernünftig und gut regierte Land Berlin, aber auch Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein im Bundesrat dieser Initiative nicht zugestimmt haben. Weil der Bund, das haben wir ja immer noch gesehen, kann sich ja immer noch selber helfen. Also Sie machen ja hier den Vortrag über die reine Lehre, aber fast zur gleichen Zeit, wie die Schuldenbremse ins Grundgesetz aufgenommen wurde, haben Sie doch die größte Verschuldung im Zuge der Bankenrettung hier in Kauf genommen. Und hier muss man da auch mal sagen, diese Bundesregierung und diese Koalition macht in der laufenden Legislaturperiode neue Schulden von etwa 120 Milliarden Euro. So viel gab es noch nie. Und das ist etwa so viel wie dem ganzen Land Sachsen in dieser Legislaturperiode in 4 Jahren also zur Verfügung stehen. Das ist doch die Wahrheit, über die man hier reden muss und die Sie mit solchen wunderbaren Begriffen wie der Schuldenbremse hier wegreden wollen.
Weil der Haushalt ist ja immer eine Balance von Einnahmen und Ausgaben. Und die Schuldenbremse thematisiert lediglich die Ausgabenseite. Sie ist ein Spardiktat. Ein Nachdenken über andere Einkommensmöglichkeiten, über Steuergerechtigkeit ist Ihnen fern, aber bitter nötig in diesem Land. Und nun kommt die SPD-Fraktion mit diesem Gesetzentwurf, den man ja mal unter die Formel bringen könnte, Schulden besser bremsen. Schulden besser bremsen ist die Botschaft, die Sie hier ausgeben. Sie wollen die Berechnungsgrundlage ändern, damit der Finanzminister nicht mehr so tricksen kann. Ich stelle fest, das ist ein Rückfall in die Agenda 2010-Logik. Liebe SPD-Kollegen, wir schreiten ja mancherorts Seite an Seite. Und wir kritisieren gemeinsam und zutiefst berechtigt diese Bundesregierung. Aber unter dem Titel Schulden besser bremsen, in Wahrheit Bildung zu bremsen, Wirtschaftsförderung zu bremsen, öffentliche Sicherheit zu bremsen, sozialen Ausgleich zu bremsen, letztendlich Demokratie zu bremsen, das ist mit der Linken nicht zu machen. Vielen Dank.